Hallöchen, hier ist Kiyoko und es geht weiter mit Fire Emblem Heroes. Zwei Aufnahmen davon sind schon hinüber, also probiere ich es ein drittes Mal und hoffe, dass es diesmal nicht wieder einfach irgendwie fehlerhaft wird, sodass ich die Datei weder abspielen noch bearbeiten kann. Oh Mann. Ja, die legendären Helden sind da und ich werde einmal beschwören. Gut, dass ich mehrere Accounts habe, damit ich das wenigstens einmal machen kann. Zwei sind schon durch damit. Und wir bekommen Gunsra. Die nächste legendäre Heldin, von der ich erst dachte, dass sie wahrscheinlich eh nochmal wieder in diesem Story-Mode kommen wird, weil ich dachte, das wird für alle legendären Helden so. Aber mal schauen. Einige spekulieren, dass es die nur so über die Banner geben wird, was natürlich ganz schön blöd wäre. Naja, aber mal gucken, was es denn so, also wie es so laufen wird. Und ansonsten haben wir zusätzlich auf dem Banner noch einige andere Helden Fjorm wieder. Was Blau, wenn man Fjorm nicht unbedingt sammelt, relativ, sag ich mal, unspektakulär macht. Also wenn man nicht sowieso sammelt. Bunny Lucina, für die, die sie noch nicht haben, natürlich ganz nice. Und Bright Charlotte. Aber ja, so von der Stärke ist außer bei Fjorm, glaube ich, ansonsten nicht viel zu holen. Rot sieht sehr, sehr gut aus. Also wir haben einmal Sigurd, Ryoma und Roy. Bei Sigurd weiß ich nicht so genau, wie gut er sich spielt, aber er scheint nicht so schlecht zu sein. Und Ryoma ist relativ klar mit seinem Konter sehr, 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 sehr gut. Und auch Brave Roy als Kavallerieeinheit kann man sich geben, ist auf jeden Fall keine Enttäuschung, wenn man dann in Häkchen mal Pech hat, wenn man rot beschwört und zum Beispiel eigentlich Ryoma haben möchte. Naja, und bei grün haben wir die Gunsra, Traumstimme, die zum Leveln von legendären Helden natürlich sehr, die zum Leveln von anderen Helden natürlich sehr gut sein kann. Aber ja, kommt drauf an, ob man sie bekommt. Und hier finde ich, ist es auch noch mit Amelia eine sehr, sehr gute Auswahl, der Grazer, und auch durch andere, die sie spielen, habe ich dann gesehen, dass sie echt sehr, sehr gut ist. Und ich glaube, sie hat doch diesen Marsch, dass man einen Schritt mehr machen kann. Auf jeden Fall sehr, sehr gut für Armor Emblem. Und Chrome, naja, auch wieder so eine Sammlersache, aber für mich persönlich wird es da dann auf jeden Fall bei Grün enden, wenn ich beschwöre. Weil ja, ich nehme auch gerne noch einen Chrome, um zu gucken, ob der andere bessere Werte hat. Ansonsten haben wir Innes bei den Farblosen. Der war ja auch einmal gewünscht bei uns. Und Elise, auch scheinbar sehr gut, aber ich habe sie auch auf keinem Account irgendwie beschwört, habe da keine eigene Expertise und mit Stabeinheiten beschäftige ich mich nicht so sehr. Und ansonsten haben wir hier nochmal Brightlyn, die mit ihrer Anti-Konter Fähigkeit, schon so einigen Run bei mir versaut hat. Aber ja, auch da werde ich wahrscheinlich nicht drauf beschwören. Hätte ich jetzt mehr es wären, wäre das vielleicht noch meine Option gewesen, Brightlyn zu bekommen. Aber ansonsten und Ryoma natürlich für den Account, den habe ich ja hier drauf nicht. Aber so bleibe ich nur bei der Gratisbeschwörung und gehe auf grün, falls überhaupt eine grüne Sphäre bei rumkommt. Natürlich nicht. Also nehmen wir Rot. Wieso sollte denn auch eine grüne Sphäre kommen? Das wäre ja zu schön. So, und auch nicht mal eine Chance auf einen 5-Stern-Helden. Ja, ist okay. Wichtiger wäre es mir natürlich bei dem anderen Banner. So, mühselig bin ich dieses Mal tatsächlich dabei, die Sturmprüfung. Was hat er denn gerade wieder bei den Aufnahmen? Ich kriege hier so einige Statusnachrichten von dem Aufnahmeprogramm. Es sieht nicht gut aus. Jo, die Rate ist relativ down, weil das eine Mal Minerva aufgetaucht ist. Und da wären wir auch schon so bei meinem Problem, was ich vielleicht nochmal kurz adressieren möchte. Hier sind, glaube ich, von den normalen 5-Stern-Helden 36. Bei den roten sind es, glaube ich, so 28, 27, das ich beim letzten Mal gezählt. Ich habe es jetzt nicht mehr so im Kopf gehabt, aber das sind halt echt schon verdammt viele.
wenn man dann hier versucht zu beschwören und man muss ja auch noch Glück haben, dass die Sven überhaupt kommen. Und am Anfang dachte ich auch so, ja, viele beschweren sich, dass so viele 5-Sternhelden dann auch 5-Stern werden und nicht andere wieder runtergestuft werden, aber oh Mann! Gott, das nervt mich so dermaßen, ich kann es gar nicht in Worte fassen. Aber naja, so ist es eben. Ja, auch kein 3-Sternheld, aber okay, kann ich mitnehmen. So, zurzeit mache ich es nämlich immer so für den Fall, weil das hatte ich auch schon mal, dass maximal gleich 3 grüne Sphären kommen, will ich mindestens immer 13 Sphären haben, damit ich die dann mitnehmen kann, weil ich keine grüne Sphäre, die ich kriegen könnte, verpassen will. Es sind noch 2 Tage, die ich versuche, Chrom zu kriegen. Und ja, das Problem mit dem, was ist jetzt mit dem Pool? Teilweise, ich kann ja mal schauen, wie es hier bei mir aussieht, ob ich bei Seltenheit alle auf Schirm bekomme. Okay, ist jetzt relativ ungeordnet. Vielleicht sollte ich es doch mit Erhalten probieren. Naja, also haben sich schon genügend auf Reddit beschwert, dass der Pool einfach zu heftig ist. Man kriegt zu viele Helden, einfach random. Und hat dann kaum noch die Chance, sich irgendwie auf den fokussierten Banner, also auf die fokussierten Helden zu freuen, weil so viele andere einfach aufploppen. Wie gesagt, für mich zwischenzeitlich eigentlich kein so wirkliches Problem gewesen, wie beispielsweise als ich George gekriegt habe, dachte ich mir so, naja, wurscht, finde ich auch gut die Einheit. Aber hier hatte ich jetzt zum Beispiel Off-Focus bei all den Beschwörungen, eine Peri, ein Ephraim. Das sind schon mal 2 Helden auf Fokus, einmal Klein, 3 Helden auf Fokus, einmal Telschio, 4 Helden auf Fokus. Noch eine Peri, 5 Helden auf Fokus. Und Minerva, 6 Helden auf Fokus, das hatte ich noch nie. Davon 2-mal eine andere. Kann sein, dass es einfach bisher dieser Durchlauf ist, der so komisch ist. Oder es ist halt einfach... Ich weiß mir auch nicht zu helfen, aber die Stories von gleichen Leidensgenossen häuft sich immer mehr und ich weiß nicht, was soll man da machen, was soll man da tun? Also ich gehe mal nebenher, während ich erzähle, nochmal einfach mein Team ganz gemütlich hier durchhuschen und klage weiter mein Leid. Naja, und ansonsten haben wir dann in diesem Pool andere Helden wie... Schieder, wo ich mir dann auch so denke, sie ist jetzt nicht so stark, dass man sich unbedingt drüber freuen kann und wenn man nicht ein Fan von ihr ist und fähigkeitstechnisch weiß ich jetzt nicht so genau, aber sie muss halt echt nicht in dem Pool sein. Bei Peri dachte ich mir dann auch so, was will ich groß mit ihr? Ich kann ihre Meisterlanze weitergeben, aber tatsächlich habe ich mehr nicht vor. Und weil sie mir auch zum Beispiel auf meinem Hauptaccount viel zu schwach ist und ich einfach nichts mit ihr zu tun habe. Kann halt komplett weg. Und das ist so ein bisschen wie das Gefühl, wie ganz am Anfang, als wir noch keine Fähigkeiten vererben konnten und man einfach 5 3-Sternhelden für 20 Sphären bekommen hat und sich dann dachte, ja geil, kann ich alle nach Hause schicken, kriege ich minimale Federn für. Und so fühlt sich das mit einigen 5-Sternhelden zurzeit an. Also wenn die jetzt alle irgendwie ein bisschen von Nutzen wären, da wäre es zwar immer noch ärgerlich, wenn es so viele wären, aber es wäre halt nicht so dermaßen frustig, als wenn man jetzt irgendjemanden bekommt, wo man sich denkt, so ja, was soll ich denn damit? Was, warum? Na, ich weiß, es klingt wahrscheinlich mimimi auf hohem Niveau und überhaupt so angesichts, so ja, oder nicht so viele Gedanken, es ist halt nur ein Handyspiel. Ja, ich weiß und es geht auch nicht die Welt unter, wenn ich jetzt hier nicht Chrom bekomme oder ich ärgere mich natürlich schon sehr, aber es ist jetzt nicht so, dass ich direkt aufhöre zu spielen oder dann die ganze Zeit mich nur noch beschwere, sondern ich denke mir einfach, es ist halt schade, weil es waren schon wirklich sehr, sehr viele Sphären und ich will nicht wissen, wie hoch der Frustfaktor ist, wenn diese Sphären nicht Free-to-Play wären. Also wenn ich nicht gesammelt hätte, wenn ich da Geld investiert hätte, es fühlt sich halt an wie die Sache mit den Lootboxen. Ja, man ist selber schuld, wenn man das macht, aber
Weiß halt nicht. Naja, von den Problemen, die andere noch damit haben, dass diese Einheiten jetzt auch noch so stark sind und immer mehr werden und so, davon will ich gar nicht anfangen. Mir geht's irgendwie jetzt nur darum, dass ich das Gefühl habe, dass für die Sphären anderweitig halt auch nicht so viel rumkommt. Wenn man jetzt vielleicht ein Ziel hat. Nicht so, wenn man nicht mal so versteift ist, wie ich, dass man sowieso nur einen Helm von dem Banner hat und bei allen anderen sich so denkt, sehr schön, aber... Naja, ich weiß nicht. Sind halt so eine Überlegung, die ich mir mache und wo ich mir nicht sicher bin. Upsa. Ja, kann ja auch mal passieren. Natürlich genau dann, wenn ich aufnehme, aber was soll's. Das Gute ist, ich hatte gestern so einen dermaßen schlechten Tag, nachdem ich gemerkt habe, dass die Aufnahme nicht funktioniert hat, dass das, was ich euch jetzt erzählt habe, sehr, sehr, sehr rantig rüberkam und ich mich auch aufgeregt habe. Das war nicht cool. Ist vielleicht ganz gut, dass die letzte Aufnahme kaputt gegangen ist. Aber naja, was ich machen werde, ist, ich werde diese Sache mit den, mit diesem überschwinglichen Pool bei dem zusätzlichen Feedback, was man geben kann, in die Umfrage packen. Dann können die da das Feedback bei Intelligent System hoffentlich sich direkt zu Herzen nehmen. Bisher haben sie ja sehr auf einen gehört. Ich könnte auch zum Teil habe ich auch die Befürchtung, dass die legendären Banner dazu da sind, um das auch noch auszunutzen, dass dieser Pool so mies voll ist, weil dann kann man ja damit werben, so keine Pity Breaker. Aber naja, ich bin bisher noch guter Dinge, hoffe, dass sie das vielleicht in Zukunft ein bisschen mehr anpassen. Wie gesagt, es müssen nicht alle schlechten Helden raus oder insgesamt ganz wenige 5-Stern-Helden überhaupt im Pool sein. Nur, dass halt so einige Helden, die teilweise mittlerweile komplett überholt sind in der Meta bzw. Tierlist und die sowieso keinem so wirklich was nutzen, außer als Futter, die muss man nicht unbedingt nochmals 5-Stern-Helden da im Pool haben. Ja. So viel zu mir, zu dem legendären Banner und überhaupt. Ich werde weiterhin versuchen, meine 13 Sphären zusammenzukriegen und die nächsten Tage beschwören. An neuer will ich gar nicht denken, also mit dem Banner befasse ich mich kaum, weil keine Orbs. Okay, wir sehen uns dann morgen wieder. Ich sehe gerade, heute ist eigentlich ein Part hochgeladen worden oder ich habe ihn veröffentlicht, eingestellt, der eigentlich übermorgen kommen sollte. Aber naja, okay. Ist dann halt so. Dann kommt dieser Part ein bisschen später. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, der Part hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße, eure Kyoko.